Also heute haben wir die Grundsteinlegung gefeiert für unser Hochleistungssportzentrum, was wir jetzt hier in Krakau vor der NWCC Arena bauen werden als Wohnbau. Im Auftrag der Stadt setzt die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg dieses Projekt um. Rund 12,5 Millionen Euro sind für dieses Projekt eingeplant. Darin enthalten sind bereits ca. 800.000 Euro an Sportgeräten. Im Herbst 2021 begann die erste Bauphase mit der Bohrpfahlgründung. Der Baugrund ist ja hier sehr kritisch. Das heißt also, wir haben relativ starke Bohrpfähle, 8 Meter tief versenkt, sodass das Ganze eben auf Pfählen steht, wie Venedig in Anführungsstrichen. Also auf den Bohrpfählen wird eine Bodenplatte eingesetzt, dass wir praktisch mit den ganzen Unterbauten fertig sind. Und jetzt im nächsten Schritt werden dann ja die Säulen, also die Stützen gebaut, damit man einmal die Dimension dieses Gebäudes sieht. Es wird also relativ groß werden. Fast 3000 Quadratmeter Nutzfläche sollen am Ende entstehen. Gefüllt werden diese mit Büroflächen für die Geschäftsleitungen der Vereine, einem Profi-Fitnessbereich und einer Sporthalle. Außerdem sollen Sportmedizin, Ergotherapien und Leistungsdiagnostiken einen Platz finden. Vom Breitensport bis zum Profisport, alle sollen von diesem Sportzentrum profitieren. Durch die Multifunktionalität ist es eine Verbesserung der Infrastruktur der gesamten Stadt. Sportler brauchen die heute, wenn sie auf dem Hochleistungsniveau auch kämpfen oder spielen müssen, sage ich mal, eine optimale Trainingsvorbereitung. Und das geht eben nur, wenn sie auch die Möglichkeit haben und die Spieler einfach fit werden, bleiben müssen, auch während der Saison. Und dafür ist dieses Sportzentrum dann ausgelegt, auch mit Kälteanlagen, mit Sauna, sodass man dann wirklich auch optimale Trainingsbedingungen erzielen kann.